Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinen YouTube-Kanälen hier. Ich wollte mich mal einmal kurz zu Wort melden. Also ich bin nicht abgetaucht, nicht dass ihr meint, ich möchte da jetzt hier auf YouTube nichts mehr machen, aber ich habe aktuell leider keinen Rechner zur Verfügung. Das seit gut einer Woche jetzt. Ja, das ist dann insofern ein bisschen schwierig mit Recherche und ja, mit den Vorbereitungen für ein paar Videos. Also ja, momentan geht leider nichts, nur so ein bisschen wie dieses kleine Video hier. Ich hoffe, das klappt gleich mit dem Hochladen. Also seid nicht böse, wenn es momentan keinen Content auf den Kanälen gibt, keinen großartigen Content halt. Es geht nicht. Mein Rechner war zwar gestern wieder hier aus der Reparatur. Zur Reparatur ist eigentlich falsch gesagt, eigentlich Aufrüstung. Ja, meine CPU habe ich mich da entschieden, eine neue zu wählen. Die ist auch eingebaut worden. Also ich habe gestern den Rechner hier wieder aufgebaut, angestöpselt. Ging aber nicht, also er fuhr nicht wieder hoch sozusagen. Also insofern ist er dann gestern Abend wieder zurückgegangen an den PC-Laden meines Vertrauens hier sozusagen. Und ja, die müssen jetzt gucken, wo der Fehler liegt, woran das liegt, dass der Rechner nicht wieder hochfährt. Also liegt also momentan nicht daran, dass ich nicht liefern möchte. Ganz im Gegenteil, ich habe da wirklich auch noch kreative und gute Ideen, aber mir sind so ein bisschen die Hände gebunden, ich bin so ein bisschen eingebremst. Aber eine positive Nachricht auf jeden Fall auch. Ich war gestern bei der Impfe. Mein Hausarzt hatte mich dann am Freitag angerufen. Ich könnte Montag dann zur Impfe kommen. Habe ich auch getan. Also lief ganz gut. Und wen treffe ich da doch tatsächlich dort im Wartezimmer, der ebenfalls geimpft werden wollte? Na, unseren Weltmeister Kevin Großkreuz. Also nicht unseren Weltmeister Kevin Großkreuz, aber den deutschen Weltmeister Kevin Großkreuz. Der wurde nämlich auch dort geimpft, weil ich bin bei meinem Hausarzt, der durchaus auch eben den einen oder anderen Spieler der Schwarz-Gelben dort eben unter seinen Fittichen hält. Ja, also das war ein zufälliges Ereignis. Gestern wollte ich gerne auch mal auch noch auf dem Kanal loswerden. Also, wie gesagt, ich bin nicht hier nicht gewillt, was zu liefern. Es geht momentan leider nicht. Also seht es mir nach. Deswegen dieses kurze Video hier als Information für euch auf den Kanälen hier. Und ja, sobald es geht, bin ich wieder am Start. Ist versprochen. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Toffi.